Also dieses Thema hat mir wirklich die Laune verhagelt während der Buchrecherche. Da musste ich mal wirklich ein paar Stunden, wenn nicht ein paar Tage, pausieren und auf andere Gedanken kommen. Es war so frustrierend und schockierend und ich habe Forscher, die sich jeden Tag damit beschäftigen, auch gefragt: Leute, wie kommt ihr klar mit diesem Horror, den die Wissenschaft zutage fördert? Unsere entscheidenden Jahre. Ich rede heute mit dem Kommunikationswissenschaftler, Journalisten und Autor Martin Häusler. Er hat ein neues Buch geschrieben, er ist Autor zahlreicher Bücher, vor allen Dingen über Nachhaltigkeit. Und ich möchte mit ihm über sein neuestes Buch sprechen, Unsere entscheidenden Jahre. Erstmal herzlich willkommen bei der Geldfrau, Herr Häusler. Vielen Dank für die Einladung. Super. Ihr Buch hat mich sprachlos gemacht. Ich gebe es offen zu und Was ich bin heißt selten das? sprachlos. Ja. Sprachlos vor Schock. Ja. Muss ich wirklich sagen. Also ich halte mich eigentlich für eine informierte Person und Mensch und Frau und Journalistin. Und das, was ich in Ihrem Buch gelesen habe, hat mich echt schockiert, weil ich das nicht wusste in der Zusammensetzung und Ja. in der Dramatik. Ist das so eine Reaktion, die Sie normalerweise auch bekommen auf das Buch? Ja, absolut. Also die Leute sind schockiert, die Leute erzählen mir, dass es schwere Kost sei. Ich frage dann immer, ja, wie meint ihr das denn? Ist das so schlecht geschrieben? Nein, Nein, sagen die, gar ich meine nicht nicht. die Sprache und nicht, wie es geschrieben ist. Ich meine die Inhalte, denn ich erinnere die Menschen ja daran, in was für einer Welt wir leben. Einer Welt, die ja in allen ihrer Abmessungen geplündert wird. Und wir als Bürgerinnen und Bürger sehen uns jeden Tag eigentlich konfrontiert mit den Auswirkungen der Plünderung, mit den Vergiftungen, Verseuchungen, Verschmutzungen, denen wir Genau. kaum noch entkommen können. Genau. Und das hat mich auch so total schockiert. Und es geht auch wirklich Schlag auf Schlag in dem Buch. Es ist super geschrieben, also das ist es in keiner Weise. Es ist aber, Sie haben einen wütenden Grundton im Buch und Sie schreiben das auch gleich am Anfang, dass Sie wütend sind und das absolut zu Recht. Das ist wirklich, jeder Satz sitzt und jeder Satz ist im Grunde ein Schlag in die Magengrube, so habe ich das empfunden. Und es ist ein Schlag in die Art, wie wir wirtschaften und die Konsequenzen, die wir jetzt aushalten müssen. Sie sprechen in dem Buch von Ökozid. Wir dröseln das gleich alles nochmal ein bisschen auf, aber Sie sprechen von Ökozid. Auch ein Begriff, der mir so nicht geläufig war. Was ist Ökozid genau, Herr Häusler? Der Begriff des Ökozids wird immer populärer. Also die Verwendung hat schon in den letzten Jahren zugenommen. Vor allen Dingen deshalb, weil viele Juristinnen und Juristen die Schuldigen, die Täter dieser Plünderung, von der ich eben sprach, weil viele Juristinnen und Juristen diese Täter anklagen wollen, bestrafen wollen, vielleicht sogar hinter Schloss und Riegel bringen wollen. Und Ökozid gibt es als juristischen Begriff so noch nicht. Es gibt Versuche, den Begriff einzuführen in die Rechtsprechung, auch gerade in die internationale Rechtsprechung. Und Ökozid, ganz salopp formuliert, ist letztlich ein Krieg, der geführt wird gegen die Natur. Also wer das kleine Latinum hat, der weiß ja, die hintere Silbe zieht, kommt vom Lateinischen cedere, niederschlagen, sterben, hat unterschiedliche Tonalitäten. Wir kennen es vom Suizid, Ja, vom genau. Genozid, aber es gibt eben auch den Richtig. Ökozid, die Vernichtung unserer ökologischen Systeme, unserer ökologischen Lebensgrundlagen, ohne die auch wir Menschen, wir sind ja nun Teil der Natur, nicht werden weiterleben können, Ja. zumindest nicht allzu lange mehr. Interessanterweise meinen Sie damit aber nicht ausschließlich den Klimawandel. Nein, richtig. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich das Buch so geschrieben habe, wie ich es geschrieben habe. Ich führe die Leser ja durch fünf verschiedene Sphären. Das ist einmal, ja, das Klima, dann ist es aber auch die Luft, das Wasser, der Boden und die Biodiversität, um zu zeigen, dass diese ja vielleicht vieles überlagernde Klimadebatte eben nicht alles ist. Alle Sphären dieses Planeten werden geplündert von den Großkonzernen für toxische Geschäftsmodelle. Und ja, Sie haben recht, es geht in dem Buch Schlag auf Schlag. Ich habe viele Studien gelesen, um den Leuten auch klarzumachen, wie in jeder dieser Sphären diese Vergiftungen auf uns wirken und auf die Ökosysteme. Und das ist schon krass, was Sie zusammengetragen haben an Faktenwissen. Ich meine, es gibt ja ganz viel Faktenwissen. Ist es eigentlich alles Es bekannt? ist eigentlich alles bekannt, Ja. aber ich wusste es trotzdem nicht. Ich Ja. wusste ganz vieles nicht. Ja.
Machen Sie noch das Fenster auf zum Lüften? Ja, aber nicht jedes. Nicht jedes. Welches machen Sie nicht auf? Na, das zur Straße hin. Ja, ja. Genau. Oder kaum. Oder vielleicht nachts. Ja. Ja. Aber wenn du hier in Hamburg auf der Friedensallee wohnst, zwar in einem schönen Altbau, aber einen Balkon hast zur Straße hin, wo die Buslinien entlangfahren, auch in der Nähe einer Kreuzung stoppen, dann kannst du eigentlich den Balkon nicht nutzen. Warum? Ja, aufgrund des Feinstaubs. Wir hatten ja so im Zuge des Dieselskandals vor ein paar Jahren, hatten wir ja diese Feinstaubdebatten hier in Deutschland. Ja, genau. Das ist ja irgendwie gefühlt vergessen. Den Feinstaub gibt es weiterhin. Und ich muss zwingend ein Beispiel nennen, weil das kaum den Leuten bekannt ist. Eines der größten Probleme, das uns wahrscheinlich am meisten gesundheitlich betrifft, ist schlechte Luft. Und innerhalb dieser schlechten Luft spielt der Reifenabrieb, also der Abrieb von Autoreifen, der Feinstaub von Autoreifen, eine immense Rolle, immens unterschätzt. Wir haben eine geschätzte Zahl von 500.000 Tonnen Feinstaub, Reifenabrieb allein in Europa jedes Jahr. Wo geht der Feinstaub vom Auto hin? Ja, also in die Lunge, würde ich sagen. Den atmen wir ein. Ja. Der findet sich aber auch im Boden am Rande der Straßen wieder. Der geht natürlich mit dem Regen ins Wasser und durch die Kanalisation entweder in die Kläranlagen. Das wäre noch eine glückliche Fügung, aber das meiste Regenwasser, das den Abrieb von den Straßen mitnimmt, geht tatsächlich in Bäche, Flüsse, ungefiltert, unbehandelt. Ja, und ich habe Ihnen ja mitgebracht hier diesen kleinen Würfel. ja, sieht man. Ja, den sieht man. Ja. Warum diesen Würfel? Nicht, weil er aus Kunststoff besteht, darüber könnte man auch sprechen, sondern weil dieser Würfel ungefähr einen Kubikzentimeter Luft symbolisieren könnte. Also, und ich konnte mir das selber nicht vorstellen, aber in einem Kubikzentimeter Luft befinden sich an vielbefahrenen Straßen 30, 60, 90.000 sogenannte Ultrafeinstaubpartikel. Kann man sich das vorstellen? 90.000 Feinstaubpartikel in einem so kleinen bisschen Luft? Und ich denke dann immer an die Kinder, die morgens von ihren Eltern im Lastenrad in die Kita gefahren werden und auf Auspuffhöhe sitzen. Die atmen diese Scheiße komplett ein. Und selbst wenn man den kompletten Verkehr elektrifizieren würde, würden diese Kinder den Feinstaub vom Reifenabrieb einatmen. Ja. Ja. Sie schreiben im Buch aber auch, es gäbe Alternativen oder es gäbe eine Alternative, indem man die Reifen anders herstellt. Denn was ist denn im Reifen? Ist ja Kautschuk. Ich weiß gar nicht, wo raus genau. Ja, synthetischer Kautschuk. Synthetischer Kautschuk, also chemische Komponenten. Ja, also mir hat ein Professor erzählt, dass in der Mixtur für einen Autoreifen über 400 verschiedene Chemikalien stecken. Das Schwarze, was wir alle wahrnehmen im Reifen, ist tatsächlich Ruß. Das weiß auch kaum jemand. Das ist Ruß, es ist verbranntes Öl, verbranntes Gas. Letztlich, wenn man so will, Abfallstoffe der Mineralölindustrie, dieses Ruß dient nicht etwa, um eine bestimmte Farbe herzustellen, das bringt es mit sich, aber sorgt für Stabilität wohl. Ah, okay. Und ja, es gibt letztlich für alle Produkte Alternativen. Auch beim Reifen ist man dabei, etwas Nachhaltiges herzustellen, aber wir sind lange nicht am Ziel. Es gibt aktuell keinen nachhaltigen Autoreifen. Und er ist kurz- bis mittelfristig auch nicht in Sicht. Wie erklären sich das die Kollegen und Kolleginnen, wir sind ja beide Journalisten, nicht mehr über sowas berichten? In den letzten Jahren wurden ja die sogenannten Nachhaltigkeitsredaktionen in unseren Medien, auch bei unseren Kollegen, mehr. Also es gibt tatsächlich immer mehr Ressorts bei Zeitungen oder in bestimmten TV- oder Radioformaten, immer mehr Nachhaltigkeitsressorts oder grüne Ressorts. Das stimmt.
Ich finde nur, da ich sehe Nachhaltigkeit als ganzheitlichen Begriff. Für mich ist das kein Ressort. Für mich muss Nachhaltigkeit überall wirken, auch in einem Unternehmen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass nicht in Ressorts darüber, also in so kleinen grünen Filterkammern darüber berichtet wird, Ressorts, die nur jemand vielleicht aufschlägt, der sich für das Thema interessiert. Ich finde, über das Thema Ökozid, Nachhaltigkeit, auch Lösungen wie die Kreislaufwirtschaft sollte vorne auf den Titelseiten berichtet werden. Gerade über die täglichen Verbrechen gegen die Natur. Ja. Und letztlich liegt es an den Leuten in den Redaktionen, an den Führungskräften, an den mutigen, rebellischen Redakteurinnen und Redakteuren, die sagen, nein, Leute, in jeder Konferenz, wir müssen das Thema auf die Agenda setzen, wir müssen darüber berichten, wir müssen über den Ökozid berichten, so wie wir über normale militärische Konflikte berichten. Mittlerweile auch Langlebigkeitschemikalien wie PFAS kannte ich so auch nicht. Und ich habe nochmal nachgeguckt beim BUND, eine ganz aktuelle Studie oder Untersuchung, wo man diese Chemikalie in Großstädten gefunden hat, im normalen Leitungswasser, in Berlin zum Beispiel, in Frankfurt oder auch in Stuttgart. Was ist denn PFAS und wo kommt das her und wo umgibt uns das? Ja, die PFAS, also als ich dazu recherchiert habe, und das muss man dazu sagen, es gab ein großes Rechercheprojekt von Journalistenkollegen im vergangenen Jahr. Da hat man sich in Europa auf die Suche nach PFAS gemacht, auf die Suche nach PFAS-Rückständen. PFAS sind, also dieses Thema hat mir wirklich die Laune verhagelt während der Buchrecherche. Da musste ich mal wirklich ein paar Stunden, wenn nicht ein paar Tage, pausieren und auf andere Gedanken kommen. Es war so frustrierend und schockierend, und ich habe Forscher, die sich jeden Tag damit beschäftigen, auch gefragt, Leute, wie kommt ihr klar mit diesem Horror, mit diesem Horror, den die Wissenschaft zutage fördert? Denn die PFAS-Belastung, um darauf zurückzukommen, ist überall, genau wie die Mikro- und Nanoplastik-Belastung inzwischen überall ist. In unseren Organen, in unserem Blut, Neugeborene sind PFAS belastet, sind Mikro- und Nanoplastik belastet. PFAS im Speziellen sind die sogenannten PEER- und polyfluorierten Alkylsubstanzen. Die berühmteste, es gibt 10.000, ungefähr 10.000 PFAS, Chemikalien ist eine Chemikaliengruppe. Und der berühmteste Vertreter ist wahrscheinlich das Teflon. Jeder hat wahrscheinlich Teflon bei sich zu Hause in der Küchenschublade. Die meisten, ich habe sie vor Jahren schon rausgeschmissen, weil ich das eklig fand und very strange. Sehr gut. Und um nochmal die Fähigkeiten von PFAS darzustellen, das ist ja auch der Grund, warum er omnipräsent ist in ganz vielen Produkten. PFAS vermag zum Beispiel eben in der Teflonpfanne für diese Rutschigkeit zu sorgen, verhindert Anhaftung von Materialien. Also da brennt nichts an. PFAS in Regenkleidung sorgt dafür, dass der Regen abperlt. PFAS in der Zahnseide sorgt dafür, dass das Zeug schön durch die Zähne gleitet. PFAS im Skiwachs sorgt dafür, dass der Ski schön über den Schnee gleitet. Und wir hinterfragen meist diese chemischen Ingredienzien nicht und machen uns nicht klar, dass zum Beispiel beim Skifahren, wenn man das Wasser untersuchen würde im Tal von Skigebieten, was heißt würde, man hat dieses Wasser untersucht und man hat herausgefunden, das ist komplett PFAS belastet. Und PFAS sorgt für, es gibt weniger giftige PFAS-Chemikalien und sehr giftige PFAS-Chemikalien. Sehr, sehr wenige hat man verboten. Viele umgeben uns weiterhin und sie sorgen für, ich würde sagen, die allermeisten Zivilisationskrankheiten. Die Studienlage ist klar. Zu PFAS, zu Bisphenol, zu bestimmten Pestiziden. Es liegt alles da, es liegt alles nicht nur in den Schubladen, sondern auf den Schreibtischen. Es gibt natürlich immer wieder Verwirrungen, weil die Konzerne selber Studien in Auftrag geben, die das Gegenteil behaupten. Ja. Das heißt, wenn man sich informieren möchte, wie auch schützen möchte, dann muss man sehr gut recherchieren.
sehr gut recherchieren. Und das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Mir geht es natürlich darum, dass wir uns dessen bewusst werden, was aktuell vor uns geht, dass wir uns inmitten dieses Ökozids befinden, dass wir Teil dieser Plünderung sind, Opfer auch dieser Plünderung sind. Aber ich wollte eben den Leserinnen und Lesern, den Bürgerinnen und Bürgern auch die Recherchen abnehmen. Also ich habe sozusagen an ihrer Stadt mich ein halbes Jahr durch die Sphären recherchiert und das Wichtigste zusammengetragen. Und natürlich ist es komplett pervers, dass das alles bekannt ist, aber dann uns wiederum nicht bewusst ist in unserem täglichen Handeln. Genau. Es ist zum Verzweifeln. Es ist zum Verzweifeln, weil im Grunde ist es ja in unserem Alltag, das schreiben Sie auch im Buch, das Gift ist in den Alltag eingezogen. Ja. Und wir können das ja jetzt nicht einfach so rausfiltern. Also wenn ich jetzt, vielleicht könnte ich mein Wasser filtern, machen ja bestimmt auch einige von euch. Aber kriege ich dann diese PFAS raus? Ich habe die ja wahrscheinlich irgendwo in meiner Küche irgendwo auch rumstehen. Regenkleidung, ich segel zum Beispiel, da ist wahrscheinlich auch PFAS-Zeug auf meinen Klamotten drauf, sehr wahrscheinlich. Hundertprozentig. Und das weiß ich ja nicht, weil es steht auf den Etiketten ja nicht drauf. Da steht vielleicht Baumwolle drauf und irgendwie Gummizeug, aber da steht sehr wahrscheinlich, ich werde das nochmal nachgucken, wahrscheinlich nicht PFAS drauf. Es gibt so manche Label, wo drauf steht PFAS-frei oder befreit von in einer bestimmten PFAS-Chemikalie. Das gibt es hier und da, aber es gibt Ersatzchemikalien, die immer dann zutage treten, natürlich auf den Markt gebracht werden von den Konzernen. Mhm. Ersatzchemikalien, die Wissenschaft nennt sie inzwischen Regrettable Substitutes, bedauerliche Ersatzstoffe. Und diese Ersatzstoffe, die immer den Verboten folgen, diese Ersatzstoffe sind natürlich noch untererforscht und zum Teil genauso giftig wie die Stoffe, die man bereits verboten hat. Das ist ein endloses Katz-und-Maus-Spiel. Neue Stoffe sind viel schneller auf dem Markt und sind auch viel schneller genehmigt, als sie verboten werden. Ja? Also so eine Genehmigung dauert vielleicht ein paar Monate, ein Verbot viele Jahre. Ja. Und mir scheint, dass die Politik, die langsam aufwacht, es gibt ja jetzt ein breiteres Ansinnen in Europa, die gesamte PFAS-Gruppe zu verbieten, wogegen die Chemiekonzerne, viele große Chemiekonzerne, Sturm laufen. Also diese Intention gibt es schon, aber ob das in der nötigen Radikalität passiert und in der Schnelligkeit, das wage ich zu bezweifeln. Deshalb ist es immer an uns, uns selbst zu schützen und den Alltag und vor allen Dingen die Alltagsgegenstände genau zu beobachten, zu durchsuchen nach möglichen Giftstoffen und sie dann zu ersetzen. Ja? Das ist vielleicht eine Zeit lang vielleicht lästig oder mühsam, aber ich glaube, es lohnt sich, wenn man bedenkt, was die Gifte in diesen ganzen Alltagsprodukten anrichten können. Ja, und dann auch in uns anrichten und in unseren Kindern. Sie sind ja selber Vater auch und auch Mutter. Und wir wünschen ja auch uns für alle anderen Menschen ja auch ein gutes Leben. Das Buch ist auf jeden Fall ein wichtiger oder ein entscheidender Startpunkt für so eine Recherche. Ja. Aber das ist ja auch alles aufwendig. Und ehrlich gesagt, finde ich das auch eine Zumutung, zu sagen, okay, jetzt recherchier du mal, versuch mal, diese Chemikalien aus deinem Leben zu halten, aber wenn wir mal ehrlich sind, dann gehe ich ins Restaurant, dann benutzen die eine Teflonpfanne zum Beispiel, um mal bei diesem Thema zu bleiben. Na klar. Ich komme ja da nicht raus. Also wir sind ja im Grunde alle gefangen in dieser Art, wie wir wirtschaften, indem wir die Natur ausbeuten, indem wir Chemikalien entwickelt haben, die jetzt im Grunde auf uns zurückschlagen. Ja, und im Boden haben wir das ist ja auch eine Sphäre, über die Sie sprechen, über Luft, Klima, Wasser und Boden und die Biodiversität. Genau. Und der Boden, das fand ich ja, also auch erschreckend, also noch, ich bin aus dem Schock gar nicht wieder rausgekommen, dass wir durch die Pestizide, durch Dünger, die Böden ja immer mehr kaputt machen. Ja. Gut, das wusste ich in Teil schon, aber Sie haben da eine Zahl genannt, die ich extrem krass fand. Diese Studie von der UN-Organisation 2014, wo wir nur noch 60 Ernten haben und dann ist quasi die Humusschicht weg. Können Sie dazu mal was sagen? Genau, was machen wir mit unseren Böden? Mitte der 10er Jahre kam die
sozusagen die Ernährungssparte der UN hat diese Zahl rausgegeben, die auch eigentlich nahezu vergessen ist wieder, aber diese Zahl ist da und die hat natürlich damit zu tun, dass der Humusanteil in dem Oberboden unserer Äcker immer kleiner wird und es ist eben nicht nur der Klimawandel daran schuld und es sind nicht nur Extremwetterereignisse daran schuld, sondern die Agrarchemie ist daran schuld, die sozusagen die Selbstregulierungskräfte der Natur und die Selbstheilungskräfte der Natur, die in einem gesunden, vitalen Humus stecken, ersetzt hat gegen ihre Chemieprodukte. Ja. Ja. Und ein Landwirt hat mir das so versucht klarzumachen, also unser Boden ist eigentlich wie ein kranker Patient, der künstlich am Leben gehalten wird. Mhm. Ja, es ist gar nicht daran gelegen, dass sich der Boden wieder regeneriert, aber ich will ja nicht nur sozusagen den Niedergang in dem Buch beschreiben, ich beschreibe ja auch Lösungen, mit einem Blick in diese regenerative Landwirtschaft. Ja, genau. Ne? Genau. Also es gibt ja Möglichkeiten. Ja. Und es gibt ja auch immer mehr Bauern und Bäuerinnen, die sich auf ökologische Landwirtschaft die Böden umtrainieren, kann man ja schon sagen. Ne? Also absolut. Das dauert. Ich habe auch schon mit einem Ökobauern mal gesprochen, der ist von konventioneller Landwirtschaft auf Ökobau gegangen und hat gesagt, er muss 5 Jahre die Äcker ökologisch bewirtschaften, dass es überhaupt als biologische Gemüse und Ware anerkannt wird. Ja, 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 naja, die Zahl kommt hin, richtig. Ja? Ja. So. Also es gibt immer mehr, aber die EU-Agrarsubventionen sind ja nicht hauptsächlich nur für Ökobauern, sondern auch für die anderen, für die konventionellen. Ja, genau, genau. Aber dann heißt es ja immer, wir können ja ansonsten unsere Bevölkerung nicht satt kriegen. Wir alle wissen, was nicht stimmt. Ja, ja. Das ist ja so ein typischer Reflex der Industrie, eigentlich egal, welche Sparte, welche Branche man sich anschaut, immer wenn etwas letztlich zum Wohle der Menschen, zum Wohle der Natur verändert werden soll, wird sozusagen Untergangsstimmung erzeugt von den verschiedenen Branchen, die das dann gerade betrifft, sei es nun die Autobranche, die Energiebranche, die industrielle Landwirtschaft. Plötzlich steht alles auf dem Spiel, die Arbeitsplätze, es wird Armut geben und wir werden verhungern. Das ist natürlich alles übertriebener Blödsinn und das ist auch wichtig zu begreifen als aufgeklärte Bürgerin, aufgeklärter Bürger. Dem dürfen wir nicht mehr auf den Leim gehen, denn das sind wir, die zurückliegenden Jahre und Jahrzehnte sind wir dem auf den Leim gegangen und leider auch die Politik. Und deshalb haben wir so wenig Veränderungen gehabt. Also wir haben eigentlich seit der Nachkriegszeit, wenn wir jetzt mal ganz kurz historisch werden, haben wir eine Wirtschaftspolitik, die ausschließlich das Wohl der Konzerne im Blick hatte und nicht etwa das Wohl der Verbraucher. Wir Verbraucher waren ein kleines Glied in einer wirklich lebensfeindlichen Wertschöpfungskette. Ja, ich meine, Verbraucher beinhaltet dieses Wort ja auch. Ne? Schon ein krankes Wort. Also es ist schon so ein krankes Wort. Auch die Konsumenten. Auch die Konsumenten. Also ich möchte kein Konsument sein. Nein, ja? Ich möchte ein Mensch sein. Ja. Und wo sehen Sie den auslösenden Punkt? Mir kommt das ja vor, wir haben ein Schwungrad in Gang gebracht, meiner Meinung nach mit der Industrialisierung. Wir haben hier ein Schwungrad in Gang gebracht, unterstützt durch die Wirtschaftstheoretiker wie Adam Smith oder Herr Keynes, die eine bestimmte Art von Wirtschaften als Standard oder normal gesehen haben, wo die externen Effekte, so nennen wir das, die Umweltverschmutzungen oder den Ressourcenverbrauch, die Verschmutzung der Allmende, also dessen, was allen gehört, diese externen Effekte werden nicht internalisiert im Preis zum Beispiel. Der Preis ergibt sich ausschließlich aus Angebot und Nachfrage, so das theoretische Konstrukt und meistens ja auch im Praktischen. Aber die Ressourcen, die verbraucht werden, die Verschmutzungen, die werden einfach in die Welt gekippt und finden sich im Preis eben nicht wieder. Genau, ja. Wie ist Ihre Schlussfolgerung? Wann hat das angefangen und wann haben wir im Grunde den Absprung, zumindest in den vergangenen Jahrzehnten, verpasst? Ja, an den verschiedensten Punkten. Also beispielsweise an dem Punkt, als die ersten Autos entwickelt wurden. Es gab schon sehr früh eine Elektrovariante. Ja? Ja. Sehr früh. Das habe ich auch mal gelesen, ja. Dann an dem Punkt, als sich die Chemieindustrie entfesseln konnte
und sehr billige Produkte herstellen konnte durch die Nutzung von Öl. Mhm. Mhm. Dann gab es wahrscheinlich eine weitere Entfesselung im Zuge der US-Regierung unter Bill Clinton. Das war so eine in den 90er Jahren eine Phase der kompletten Liberalisierung, Deregulierung. Und wir hätten gerade in den 90er Jahren genau das Gegenteil tun müssen. Also es gibt ja die Warnungen davor, dass die Plünderungen unseres Wirtschaftssystems irgendwann wirklich zu einem Ende führen, der Gesellschaft, wie wir sie kennen. Diese Warnung gibt es ja schon seit den 70er Jahren. Ja. Ne? Ja, ja. Seit 1972, dem Club of Rome-Bericht, die Grenzen des Wachstums. Wir haben viele Jahrzehnte verstreichen lassen. Natürlich gab es so etwas wie die Umweltbewegung. Natürlich haben wir einige Dinge erreicht, völlig klar. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir vieles eben nicht erreicht haben und vernachlässigt haben. Und gerade in den 90ern wäre es noch rechtzeitig gewesen, einige Hebel zu betätigen. Und diese Rechtzeitigkeit des Schutzes der Umwelt, des Wassers, des Klimas, jetzt ist viel zu spät. In den 90er Jahren, da sind sich eigentlich die Wissenschaftler sehr einig, hätten wir in den 90ern das Gegenteil getan von dem, was die Politik getan hätte, hätten wir jetzt diese gigantischen Probleme nicht. Nur noch mal eine Zahl zu nennen, wenn wir noch mal über das Klima reden. Die Politik redet ja beharrlich vom 1,5-Grad-Ziel und es wird sich da wirklich in die Tasche gelogen. Das 1,5-Grad-Ziel werden wir nicht erreichen können. Niemals. Da ist sich auch die Wissenschaft komplett einig. Aber ich denke mal, die Politik wagt nicht, das so offensiv auszusprechen. So wie wir gerade Klimapolitik machen, Wirtschaftspolitik machen, werden wir in eine ungefähr 3-Grad-Welt schlittern. Worauf soll man denn überhaupt schlittern? Ist ja alles vertrocknet. Wir werden in eine plus minus 3-Grad-Welt geraten, die wirklich kaum mehr zu vergleichen ist mit unserer heutigen Welt. Ja. Ja, und das trifft dann auf verseuchtes Wasser, Boden, der nicht mehr hergibt. Genau, und das wird dann nicht unser einziges Problem sein. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Dieses Problem, das wir natürlich jetzt schon spüren, in Form von bestimmten Extremwetterereignissen, aber das wird vielleicht erst in vielleicht 15, 20 Jahren so richtig zuschlagen. Ich sage in dem Buch eben auch, Leute, denkt daran, dass wir jetzt schon Probleme haben, die uns jetzt betreffen, jeden Tag, mit jedem Schritt, mit jedem Zug Luft, den wir nehmen, eben in Form von schlechter Luft, von belastetem Wasser, von belasteter Nahrung. Übrigens, die allermeisten Toten pro Jahr im Bereich der Umweltbelastungen rühren von schlechter Luft her. 7 Millionen Tote jedes Jahr, frühzeitige Tote, muss man sagen. Eigentlich sind es ja noch mehr. 7 Millionen frühzeitige Tote pro Jahr aufgrund von schlechter Luft. In Europa 400.000 ist die Zahl. Das ist nicht zu akzeptieren. Es ist nicht zu akzeptieren. Und eigentlich machen die Juristinnen und Juristen, die ich eben angesprochen habe, und die NGOs und die Aktivistinnen und Aktivisten, die machen aktuell eigentlich den Job der Politik. Der Politik, ja. Wenn man das so zusammengenommen alles hört, ist es kein Wunder, dass Sie erst eine schlechte Laune haben und ich schockiert bin und ich auch seit ein paar Tagen schlechte Laune habe, seitdem ich Ihr Buch gelesen habe. Dabei haben wir uns so Mühe gegeben, das so schick und modern zu inszenieren mit vielen Illustrationen. Es ist sensationell. Romina Rosa hat hier die Illustrationen gemacht und es ist wirklich ein wachrüttelndes Buch. Es ist kein normales Sachbuch, ne? Hier, es werden immer wieder wichtige Fakten, gibt auch wirklich, die Illustrationen sind wirklich sensationell. Also sie sind schön, also hier zum Beispiel der Aufmacher für das Kapitel Luft. Es ist einerseits schön und modern, andererseits ist es die Schönheit des Schreckens. Ne? Genau. Also ich habe zu Romina gesagt, bitte
mach mal eine Collage mit folgenden Bestandteilen und dabei kam das raus. Und es ist, wir wollten auch nichts beschönigen. Ne? In einer normalen Redaktion, normal in Anführungsstrichen, hätte man wahrscheinlich gesagt, das können wir den Leuten nicht zumuten. Genau. Richtig. Ich finde, wir müssen es ihnen zumuten, damit wir uns endlich der Lage bewusst werden. Ja. Ist es nicht schon so weit, dass es tatsächlich zu spät ist? Ja, also könnte man leicht drauf kommen. Ich stemme mich dagegen komplett. Aufgeben ist keine Option. Keine Option. Keine Option. Sage ich auch immer, aufgeben ist keine Option. Ja. In keinster Weise. Dann würden wir sozusagen den Vernichtern dieses Planeten das Feld komplett überlassen. Und ich versuche das ja hier hinten im Buch in ein Zitat zu binden. Ich schreibe hier: Der Widerstand, den wir noch spüren, ihre letzten Siege, das ist eigentlich ihr Überlebenskampf. Und ihr Überlebenskampf, damit meine ich einen Überlebenskampf der Manager, der CEOs, der Konzerne. Oh, okay. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Ja. Wir dürfen nicht locker lassen, wir müssen Druck entfachen, wir müssen uns, setzt aber voraus, dass wir uns informieren. Genau. Ne? Und wenn wir das alles nicht wissen und nicht wüssten, wie kann man dann ins Handeln kommen? Wie kann man Druck entfachen, wenn man sozusagen nicht aufgeklärt ist? Und das ist sozusagen eine Handreichung an die Leute. Informiert euch kompakt, knackig, schnell, gut inszeniert, nicht langweilig, auf 220 Seiten. Und dann werdet bitte aktiv in eurem eigenen Sinne. Denn planetarer Schutz hat immer auch mit dem Schutz der eigenen Gesundheit zu tun. Ja, ja. Sie haben schon mehrfach angesprochen, die Täter. Ja. Die Täter nennen Sie die Konzernchefs. Ja, ja, natürlich. Das sind für Sie hauptsächlich die Täter. Warum? Bei mir kam immer noch der mitlesende Gedanke, ja, ich bin doch auch schuld daran, weil ich diese Produkte kaufe, weil ich mich nicht informiere, weil ich sie handeln lasse, weil ich vielleicht auch Mitarbeiterin bin, also angestellt in so einem großen Konzern. Es werden ja einige Namen genannt. BASF wird genannt, Nestlé, Coca-Cola, Bayer mit Monsanto, die sich am Kauf von Monsanto hoffentlich verschlucken, meine persönliche Meinung. Und es gibt ja viele andere Konzerne auch. Aber Sie sagen die Konzernchefs. Warum vor allen Dingen die Konzernchefs und im Grunde nicht die gesamte Gesellschaft, Herr Häusler? Ja, also weil wir jemanden brauchen, an dem wir es festmachen? Nee. Ich habe schon viel darüber geschrieben, was jeder von uns tun kann und wie jeder von uns auch verantwortlich ist. Aber ich habe gemerkt, dass das ist zwar alles richtig, natürlich kann jeder von uns etwas tun, um diesen Planeten zu einem besseren Planeten zu machen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt, die Zeit ist so weit fortgeschritten, die planetare Krise ist so weit fortgeschritten, wir müssen endlich den Fokus richten auf die wahren Schuldigen. Ich will auch mit dem Buch bewusst die Verantwortung und die große Last der Verantwortung von den Schultern des Normalbürgers nehmen. Ja. Ich schreibe ja da drin, nicht Oma Lieschen muss die Welt retten, sondern es ist der CEO. Gesundheit. Es ist der CEO. Der hat die große Stellschraube in der Hand. Deshalb sehe ich die Verantwortung eigentlich sehr klar verteilt bei wenigen CEOs und nicht bei der großen Masse der Menschen. Und natürlich gehören auch die Politiker dazu, die Konzerne haben gewähren lassen. Also es gibt ja so ein schönes Verb, was sich in den letzten Jahrzehnten gebildet hat. Ich weiß gar nicht, ob es schon im Duden steht, das Durchregieren. Ja. Ja, Durchregieren bedeutet ja, dass sozusagen die Lobbygruppen bestimmter Branche es geschafft haben, Politik so zu beeinflussen, zu gestalten, sogar an Gesetzen mitschreiben, natürlich, dass ja sozusagen wir ein Produkte, schädliche Produkte zum Kauf angeboten werden können, die es niemals zu kaufen geben dürfte. Also für mich sitzen die Schuldigen ganz klar in den Führungsetagen, ne? Der Skyscraper in Frankfurt, in New York, in London, in Peking. Das ist natürlich ein internationales Problem, völlig klar. Ja. Also jeder Großkonzern, man kann es so allgemein tatsächlich sagen,
hat seinen Erfolg nur aufgrund der Tatsache, dass man die Plünderung zuließ. Und ich nenne ja ganz am Anfang eine für mich schockierende Zahl, die wurde herausgefunden durch eine UN-Studie. Ressourcen im Werte von 7,3 Billionen Dollar werden jedes Jahr der Natur entnommen, ohne dass irgendjemand dafür zahlen müsste. Genau. Und diese Studie fand eben auch heraus, dass keine einzige Industriebranche Gewinne einfahren würde die Natur eine Rechnung stellen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also die ganzen Geschäftsmodelle, an denen wir natürlich am Ende partizipieren, die funktionieren nur, weil sich die Natur jahrzehntelang nicht wehren konnte. Jetzt wehrt sie sich durch Naturkatastrophen. Ja. So kann man das natürlich sehen. Die Natur kennt immer Ausgleichseffekte. Der Planet kennt immer Ausgleichseffekte. Wo zu viel ist und wo etwas zu wenig ist, das fließt sozusagen, gleicht sich mit der Zeit aus. Das ist beim Wetter so, das ist beim Wasser so. Eine ganz einfache Regel. Und ich denke, die spüren wir jetzt. Also alles das, was wir der Natur, dem Planeten, manche sagen pathetisch Mutter Erde, all die Jahrzehnte angetan haben, das kriegen wir jetzt zurück. Und die Quittung kriegen wir, ne? Ja, und es ist natürlich extrem schlimm, dass auch die Quittung bekommen, die sich in keinster Weise an diesem Ökozid beteiligt haben, nämlich unsere Kinder, die Neugeborenen, die schon, in dem Moment, in dem sie auf die Welt kommen, ein Chemikaliencocktail im Blut haben. Mhm. Eine Studie hat vor wenigen Jahren Mikro- und Nanoplastik in der Plazenta nachgewiesen. Das ist doch erschreckend. Das ist doch nicht zu akzeptieren. Das ist erschreckend. Wieso greift da niemand sofort radikal genug ein? Ja. Also für mich während dieser Recherche trägt die Chemieindustrie, die Chemiebranche mit den größten Anteil an der Vernichtung unseres Planeten. Okay. Ja, da kann man ja einige Unternehmen aufzählen, die dazu gehören, die alle börsennotiert sind. Ja, absolut. Absolut. Und wer sein Geld investiert, sollte diese Konzerne tunlichst meiden. Man könnte natürlich Einzelaktien kaufen und auf den Hauptversammlungen das kann man für machen. Rabatts sorgen und sich vielleicht mit anderen Organisationen zusammenschließen, sodass die Stimmrechte, die wir haben als Einzelaktionärinnen, gebündelt werden und dann werden es ja mehr. Dann kann man auf Hauptversammlungen den Vorstand nicht entlasten, den Aufsichtsrat nicht entlasten und dann kommt da auch Bewegung rein. Diese Praxis wird ja durchaus schon seit einigen Jahren durchgeführt von NGOs, die strategisch Aktien kaufen vom Feind sozusagen und dann dort auftauchen auf den Versammlungen und Rabatts machen. Das ist eine Strategie, klar, natürlich. Die könnte man machen. Ja. Was würde sich denn, wenn die Konzernchefs abdanken, da kommt doch ein neuer nach. Ja. Richtig. Irgendwie. Also es geht, und die gehen ja durch Kaderschmieden, also die gehen ja durch bestimmte Universitäten hindurch, sogenannte Elite-Schulen, wo ich immer nicht weiß, was ist das für eine Elite, die im Grunde keinerlei Skrupel hat und keinerlei Folgeschäden, Abschätzungen macht. Die kommt auch immer wieder nach aus diesen, unter anderem diesen Universitäten. Klar, diese Elite wird auch gelockt mit immensen Gehältern, die man relativ schnell verdient. Ja. Und da kann man nur appellieren an die Menschlichkeit, an das Gewissen dieser Leute, dieser Studenten, der Doktoranden, die Leute, die von diesen Elite-Unis abgehen. Ich Buch lesen. Verbalisiere es ja in meinem Buch. Ich schon im Vorwort appelliere ich nicht nur an die Konzernchefs, verlasst eure Konzerne, sondern ich sage auch zum Nachwuchs, wenn die Posten frei werden sollten, rückt nicht nach, geht nicht in diese Konzerne. Ja. Und ich rufe auch den Ehefrauen der Konzernchefs zu, verlasst eure Ehemänner. Denn wer möchte denn mit einem Mann zusammen sein, in seltenen Fällen auch mit einer Frau natürlich, die dann mal ganz nach oben als Führungskraft geschafft hat, wer möchte mit solchen Leuten ein Bett teilen, die tagsüber den Planeten vernichten? Also ich habe mir wirklich, schreibe ich auch im Buch drüber,
ich habe mir schon häufig die Frage gestellt, was erzählen solche Leute, vor allen Dingen Väter, abends ihren Kindern darüber, was sie morgens ab 8 im Büro gemacht haben. Ja, und ich vermute, dass solche Herrschaften auch in der Familie Greenwashing betreiben und ihren Scheiß schönreden. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, uns wurde doch von unseren Eltern sehr früh beigebracht, was es heißt, ein guter, ein anständiger Mensch zu sein. Das, was diese Männer jeden Tag in ihren Konzernen betreiben, hat nichts mit Anstand zu tun. Und mit solchen Menschen möchte man eigentlich nicht zusammen sein, mit denen möchte man nicht befreundet sein, die möchte man nicht als Chef haben. Und ich glaube, die Zeit ist abgelaufen, dass man den Schulterschluss sucht mit solchen Leuten, dass man diese Leute, sagen wir mal, streng, christlich in die Arme nimmt und sagt, komm Junge, dir sei verziehen und alles wird gut, du kannst dich ändern. Der Glaube ist mir verloren gegangen. Dazu wurden wir von den Konzernen und den Top-Managern zu oft belogen und betrogen. Wir sind im Jahre 2024. Ich schreibe in meinem Buch, es ist die Zeit der Streitaxt. Damit meine ich jetzt keine Revolution oder sowas, sondern dass wir gegen die wahren Täter dieses Ökozids knallhart juristisch und politisch vorgehen müssen. Was haben denn die Konzernchefs davon? Okay, sie haben Geld, sie haben das Prestige. Warum ändern sie nichts? Tja. Sie könnten ja zumindest bestimmte, also als Konzernchef oder Konzernchefin hat man schon die Möglichkeiten, Produktpalette umzustellen und zu sagen, nee, wir machen das jetzt anders, wir transformieren uns. Also das große Problem ist natürlich, dass in den Konzernen von Quartal zu Quartal geschaut wird, dass die CEOs verantwortlich sind für die Zahlen, für die Kennzahlen, für das Wachstum. Und diese Kurzfristigkeit und diese Fixiertheit auf kurzfristiges Wachstum führt natürlich dazu, dass Langfristziele außerhalb des Denkmodells sind. Und deshalb spielt eigentlich dieser ganz klare logische Gedanke, dass der Konzern im Falle eines unnachhaltigen Handels selbst vor die Hunde gehen wird in 10 Jahren. Das spielt keine Rolle bei den aktuellen Entscheidungen. Und es ist mit gesundem Menschenverstand nicht mehr nachzuvollziehen. Vor allen Dingen deshalb, weil die Lösungen längst auf dem Tisch liegen. Wir wissen alle, auch die CEOs, die Politik, die Wissenschaft sowieso, wir wissen längst, wie es besser zu machen wäre und wie wir eine Welt bauen, die in Frieden lebt und in Gerechtigkeit und mit intakten Ökosystemen. Ganz wichtig auch noch zu verstehen ist, dass die Natur, apropos Ökosysteme, dass die Natur, wenn man sie denn ließe, sich regenerieren kann. Sie hat immense Selbstheilungskräfte. Das sieht man nicht nur im Falle des Bodens, der sich sehr gut regeneriert. Natürlich braucht es ein wenig Zeit. Aber nicht Jahrhunderte, das geht schon schneller, man kann das beschleunigen. Boden regeneriert sich, Wasser regeneriert sich und daran knüpfe ich eigentlich auch meine Hoffnung. Die Hoffnung, ja. Sie schreiben ganz vorn, das Buch ist für die Mutigen. Ja. Mutig vorangehen, recherchieren. Naja, was schwingt bei Ihnen mit? Ja, also das, was man hier jetzt dann möglicherweise gelesen hat, das auch umzusetzen in Handeln. Also wenn man dieses Buch nur liest und dann weglegt oder zu Medimobs gibt, ins Netz und es vertickt, dann wäre das Buch, hätte das Buch das Ziel nicht erreicht. Ne? Also ich möchte wirklich, dass wir durch die Lektüre, durch die Bewusstwerdung ins Handeln kommen und dass wir mutig unseren Alltag verändern, wie gesagt, zum eigenen Schutz und zum Schutz der eigenen Kinder, aber eben dadurch auch als Vorbilder vorangehen, um erstmal unsere Familie, dann vielleicht unseren Freundeskreis, dann den Bekanntenkreis zu inspirieren, es auch so zu machen. Man wird natürlich erstmal die typischen sozialen Effekte spüren, ja, wie bist du denn drauf und das soll ich jetzt auch noch anders machen und darauf soll ich jetzt auch noch verzichten.
Ja, man muss nur das Wort Verzicht anders definieren. Ja, genau. Also einer meiner Lieblingsprofessoren ist ja neben Michael Braungart auch Nico Pech. Ja. Und Nico Pech, ein Postwachstumsökonom, hat das ja mal so formuliert: Es geht nicht um Verzicht, sondern um die Rückgabe einer Beute, die wir uns durch ökologische Plünderung angeeignet haben. Ja. Das muss man sich mal bitte dreimal überlegen, diesen Satz. Und dann kann man vielleicht nochmal darüber sprechen, ob wirklich es Verzicht ist, etwas zur Vergangenheit zu erklären, das uns bisher und unsere Umwelt geschädigt hat. Ja, das Persönliche ist das eine. Sie sagen aber auch, wir brauchen ein Unternehmensstrafrecht. Das ist etwas, was wir auch schon länger diskutieren. Gerade auch in der Bankenkrise haben wir das immer wieder mal diskutiert. Unternehmensstrafrecht. Und dass das im Moment fast der einzige große Hebel wäre. Also persönlich kann man ja einiges machen. Das sind ja so kleine Sachen, die sich zusammensetzen zu was Großem. Aber die, den größeren Hebel jetzt noch haben Juristen. Das haben Sie ja auch schon öfter mal angesprochen. Ja, Schaffen könnten wir es tatsächlich mit Spenden schaffen, bestimmte Organisationen zu finanzieren, die gegen Unternehmen dann vorgehen und Menschenrechte einhalten, auf Menschenrechte einhalten, prozessieren? Absolut. Also diese würde ich absolut empfehlen, diese NGOs zu unterstützen, die das hauptamtlich tun, die nur zu diesem Zwecke gegründet wurden, wie Client Earth. Okay, kommt also auch vor im Buch. Ja. Der Klient ist die Erde, deshalb Client Earth. Man vertritt die Erde, denn man muss sich natürlich die Frage stellen, ja, wer spricht heute eigentlich noch für die Erde? Ja. Wir wissen, wer für die Konzerne spricht. Wir wissen, wer für die Parteien spricht. Wer spricht für die Erde? Und wenn Parteien, die bisher für die Erde gesprochen haben, plötzlich in Regierungsverantwortung sind, fällt deren Stimme weg, zumindest in der Konsequenz, die es benötigen würde. Ja, also ich würde empfehlen, diese NGOs und diese Juristen und Juristinnen zu unterstützen mit Spenden, vielleicht auch mit persönlichem Engagement. Also wenn zum Beispiel hier in Deutschland, wo der Podcast gehört wird, wenn da Juristen von der Uni kommen und sich überlegen, wo gehe ich hin? Gehe ich in einen Konzern und helfe damit, Umweltklagen abzuwehren oder Produkte durchzudrücken? Oder gehe ich zu den NGOs, die genau die Konzerne in die Schranken weisen? Dann ist doch für mich eigentlich die Entscheidung klar. Ne? Also einer dieser Aktivisten, ein Professor, sagt in meinem Buch, dass das schärfste Schwert des Umweltschutzes haben zurzeit die Juristen in der Hand. Ja. Und das würde ich auch so sehen, deshalb unterstützen wir sie. Es gibt viele andere Organisationen, die Deutsche Umwelthilfe, die verklagt ja am Fließband. Was haben wir noch? Stop Ecocide. Gibt es eine neue, ich glaube sogar deutsche Organisation in Berlin, Ecocide. Stop Ecocide, also Stopp den Ökozid. Ja. Es gibt dort genug, die man unterstützen kann. Ich habe auch einen Herrn aus Österreich im Buch, das ist der Johannes Wesemann, der hat Jair Bolsonaro verklagt, auch wegen Ökozids, versucht in Den Haag sozusagen akzeptiert zu werden mit seinem Vorhaben. Auch Wesemann hat eine Organisation gegründet in Wien, die heißt All Rise. Mhm. Also alle aufstehen, All Rise. Ja. Schaut euch die doch alle mal an im Netz und entscheidet euch, wen ihr unterstützt und wo ihr vielleicht persönlich euch engagiert. Mhm. Ja. Wie ist denn das Buch auf die Resonanz gestoßen? Also, oder wie, ich habe gar nicht viel in der Presse gelesen, was mich sehr irritiert hat. Ja, mich auch. Es steht auch nicht auf der Spiegel-Bestsellerliste ganz oben. Ja. Da stehen andere Bücher und das ist für mich auch so ein Symptom auch des ganzen, des ganzen Raubbaus und des, wir schieben das lieber weg. Es betrifft uns ja irgendwie nicht, weil wir es auch nicht sehen. Wir riechen es nicht, wir schmecken es nicht. Also manchmal riecht man es schon, aber wir schmecken es nicht. Es stolpert uns nicht genau vor, es knallt uns noch nicht genau vor die Füße. Ja. Wir werden vielleicht krebskrank und wundern uns, hoch, was haben wir denn im Leben gemacht? Ja. Das wünsche ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass uns dieses Schicksal nicht ereilt, denn die Krebsrate gerade bei jüngeren Leuten gehen deutlich nach oben. Und ich muss immer noch diskutieren mit Leuten aus der Chemie, die sagen, ach, was willst du denn eigentlich? Wir werden doch alle immer älter. Mhm. Ja, vielleicht
global insgesamt, da gibt es ja neue Erhebungen, zusammengerechnet, das kann sein, aber nicht, ganz sicher nicht in den westlichen Industrieländern. Da ist das, da sehen wir zurzeit eine Stagnation. Ja. Gerade die Jüngeren werden immer kränker, ganze Familien zerbrechen durch diese Schicksale. Und glaubt mir, einen großen Anteil an dieser Vernichtung, an dieser Zunahme der Krankheiten hat die Chemieindustrie. Wir müssen sie endlich rigoros, mutig regulieren. Ja. Wenn es die Politik nicht tut, müssen wir klagen. Ja. Und wie bin ich jetzt darauf gekommen? Der Buchhandel, ja. Und die Resonanz auf das Buch. Ja, ich wundere mich. Vielleicht ist das Thema, wie Al Gore ja damals schon in seinem berühmten Buch bzw. Dokumentarfilm vermittelte, vielleicht ist die Wahrheit zu unbequem. Ja, möglicherweise. Also wir haben ja eine Dauerkrise, genau. Ja. Neben dem in dem Umweltbereich omnipräsenten Klimawandel ist es eben der Krieg im Nahen Osten und der Krieg in der Ukraine. Und wenn dann so ein Autor mit einem Buch kommt, mit einer richtig harten Dröhnung an weiteren ökologischen Krisen, schalten vielleicht manche ab. Aber ich bitte wirklich darum, schaltet nicht ab. Schaut hin, was täglich vor sich geht, in eurem Kühlschrank, in eurem Kinderzimmer, auf dem Weg zur Arbeit, während eurer Mobilität. Wir müssen auch, wie gesagt, immer wieder, um uns selber zu schützen, müssen wir jeden Lebensbereich durchleuchten. Und eigentlich müsste dieses Buch offene Türen einrennen. Der Buchhandel hat es ganz gut eingekauft. Ja. Also man kriegt es überall. Ja. Es steht auch beispielsweise bei der Kulturbuchhandlung in Berlin, Dussmann, steht es groß im Regal Zukunftsperspektiven. Das schon. Ja. Das freut mich auch, bin ich dankbar. Aber die Reaktion der großen klassischen Medien bleibt bisher aus. Was ich wirklich traurig finde. Ja. Und also vielleicht ist die Form, jetzt hier bei dir zu sitzen, vielleicht ist das zielführender. Also Buch kaufen und mutig die Welt verändern. Ich sage auch immer, die Welt gehört den Mutigen, die was anpacken, die sich die kämpfen, die sich einsetzen. Lest das Buch und macht euch eure Gedanken und werdet aktiv im persönlichen Umfeld, aber vielleicht tatsächlich auch mit Spenden, mit Unterstützung. Vielleicht gründet ihr auch eine Organisation und kauft Aktien und wir schließen uns zusammen. Ich habe auch die eine oder andere Aktie und wir können ja auch noch weitere Aktien kaufen und uns zusammenschließen und dann auf die Hauptversammlungen gehen. Das fände ich zum Beispiel sehr spannend. Einen Ansatz, was man machen könnte. Kann man auch gut als Gruppe, also müsste man sowieso als Gruppe machen. Als Gruppe ist definitiv man immer stärker. Ja. Und es macht auch Spaß, als Gruppe dahin zu gehen und den Großen die Stirn zu bieten. Genau. Und mit den ein oder anderen Unternehmen haben wir ja alle unsere Beefs, also die zumindest Einzelaktien halten. Da läuft ja vieles nicht so gut, was wir gerne möchten, würde ich auch so sagen, in den Veränderungen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr für dieses Buch. Ich werde noch länger drauf rumkauen und auch mein persönliches Leben durchforsten. Macht das bitte auch. Haben Sie denn irgendwelche Listen, wo man gucken kann, was ist so das Typische, was ich vielleicht raussortieren könnte im Leben, in meinem Leben? Also jetzt im ganz normalen Alltag? So im ganz normalen Alltag. Haben Sie da irgendwie irgendwas aufgelistet oder zusammengestellt und gesagt, guckt da mal hin, weil Ihr Leben ist ja, ich schätze mal, ein ganz typisches, so wie meins. Wir wohnen relativ nah beieinander, hier in dem Ottensen-Bereich, wo mein Büro auch ist. Also vieles nenne ich in meinem Buch. Es gibt ansonsten, muss ich auch wieder sagen, leider seit vielen Jahren ist all das bekannt, was man in seinem Alltag tun kann. Ja. Diese Listen sind seit Jahren omnipräsent. Wozu ich jetzt spontan raten würde, womit kann man sofort am meisten verändern? Sortiert die Kunststoffe aus, umgebt euch mit so wenig Kunststoffen wie möglich, macht Plastikfasten, aber nicht nur einen Monat, sondern bis ihr alt werdet. Okay. Und ich habe nochmal hier als Beispiel diese Flasche mitgebracht. Ja. Also die Dani hat mir ja diese Flasche hingestellt. Genau, Glasflasche. Drehen wir es mal so rum, dass wir keine Werbung machen. Eine Glasflasche, daraus trinke ich natürlich hier mein Wasser.
Aber ich habe als Beispiel diese Plastikflasche mitgebracht, denn es gab vor wenigen Wochen oder wenigen Monaten eine Studie aus den USA. Da hat man Supermarktwasser untersucht mit einer neuen, mit einem neuen Verfahren, einer neuen Methode. Supermarktwasser in Plastikflaschen, in PET-Flaschen. Mhm. Und jetzt rate mal, wie viele Mikro-Nanoplastikpartikel man in einem Liter Supermarktwasser aus der Plastikflasche gefunden hat? Keine Ahnung. Tausende? Zehntausende? Ja, weit über 200.000. In manchen Flaschen auch über 300.000, 400.000 Partikel. Die sind so fein, so klein, dass wir sie nicht wahrnehmen. Wir atmen sie auch im Übrigen. Mhm. Und wir essen sie. Und deshalb möchte ich wirklich extrem davon abraten, Wasser aus Plastikflaschen zu trinken. Ich würde auch dem eigenen Kind verbieten, an irgendeinem bescheuerten Schulkiosk sich Getränke aus Plastikflaschen zu kaufen oder Getränke aus Plastikflaschen zu trinken. Ja. Macht euch bewusst, dass mit jedem Schluck euer Kind, das wirklich noch einen Körper hat, im Großwerden, im sich ausbilden, dass dieses Kind diesen ganzen Scheiß in sich aufnehmen. Das Kind will Wasser trinken, es will keinen Kunststoff trinken. Yeah. Und das ist das eine und vielleicht noch das andere. Ich habe hier nochmal einen Apfel mitgebracht. Macht euch bewusst, auch wenn es ein Tick teurer ist, es macht durchaus Sinn, vielleicht nicht komplett, aber hier und da schon überzuwechseln von der konventionellen Ernährung, gerade was Obst und Gemüse betrifft, von der konventionellen Ernährung überzuwechseln in die Bioernährung. Ja. Da kann man mit am meisten tun, um den Giftstoffeintrag zu reduzieren in den Körper. Also ein Apfel, den vielleicht dann auch euer Kind, wenn es dann in der Kita angekommen ist, nachdem es die Feinstaubwolken durchfahren hat, im Kita kriegt es dann, auch Kitas müssen ja ständig aufs Geld achten, die kaufen vielleicht konventionelle Äpfel. Und wenn zum Beispiel so ein Apfel aus dem Finchgau kommt, das ist die Ecke in Südtirol, die bekannt ist für gigantisch große Obstplantagen, dann kann es sein, und vielleicht trifft es auch zu auf andere Anbaugebiete, dann kann es sein, dass so ein Apfel 38 Mal, auch Studienlage, 38 Mal gespritzt wurde. Also okay. man hat Anbauphasen beobachtet, ich glaube sogar, das war im Finchgau, wo von März bis September kein Tag verging, ohne dass nicht gespritzt wurde. Ne? Ohne dass gespritzt wurde. Und will man in einen Apfel beißen, der 38 Mal gespritzt wurde? Nein. Also ich nicht. Deshalb ist das jetzt auch ein Bio-Apfel. Ja, ja, genau. Also. So sieht er aus. Ja, damit wir morgen auch noch beiß ich mal rein. Genau, weiter gut leben können. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Lest sein Buch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Ciao.